Oh, dann wollen wir mal weitermachen. Wer ist jetzt fertig? Jasmin oder Angela? Wer will? Machst du? Okay. Geht? Ja, geht. Ich wieder. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, euch alle wieder hier zu sehen. Ich freue mich, dass ihr wieder zahlreich gekommen seid. Ich, ja, freue mich immer, wenn ich euch sehe. Ich war auch in Berlin, habe das wirklich genossen, habe den Leuten da ja, ein Stück zugeschaut, wie sie Spaß hatten, wie sie gelächelt haben, wie sie sich gefreut haben und wie die Kraft so durch die ganze Runde gegangen ist. Ich habe mir heute mal ein Thema ausgesucht, was ich euch so ein bisschen berichten möchte. Und zwar habe ich dem Thema den Namen gegeben, Wachstum ist Teilen. Wie bin ich da drauf gekommen? In den letzten Wochen, in den letzten Tagen hören wir immer, die Mahnwachen werden weniger, es wird gespalten, all diese Dinge, man geht auseinander, die Mahnwachen hier, Mahnwachen da. Und ich habe einfach mal, ich habe euch ja gesagt, ich bin so ein bisschen in der Gesundheit zu Hause, habe mir mal den Körper angeschaut, was der denn so macht. Und zwar, wenn eine Zelle wächst, dann macht sie was ganz, ganz Tolles. Sie wächst bis zu einem ganz bestimmten Punkt und dann schnürt sie sich ein und dann werden es zwei Zellen. Und diese zwei Zellen wachsen wieder bis zu einem bestimmten Punkt und dann schnüren sie sich ein und dann haben wir vier Zellen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade das, was mit unseren Mahnwachen passiert. Weil zwei Mahnwachen in Berlin ist doch toll. Kann ich mir aussuchen, welche ich heute denn gerade mal diesen Montag besuchen möchte. Und da ist wieder das Zusammensein, das Zusammengehören. Wichtig ist doch einfach nur eins, dass wir unser Ego an die Seite packen, so lieb wie wir unser Ego haben, und das brauchen wir auch, ein gesundes Ego, und einfach uns auf einen Grundsatz herunterbrechen. Und das ist der Grundsatz Frieden, den wir gemeinsam als Fundament einfach alle im Herzen tragen. Und darauf so gehe ich von aus, ist jede Mahnwache ja da, dass sie sagt, wir sind für den Frieden. Und was wir brauchen, wenn wir ein Haus bauen, das ist ein gesundes und stabiles Fundament. Und darauf baue auch ich. Und jede Mahnwache, die dazukommt, egal ob eine Zelle, eine Mahnwache sich teilt, wir wachsen. Und so sehe ich das. Jeder findet zu jedem. Wir kennen das auch aus dem Verkauf. Meine Kunden, deine Kunden. Ein Kunde, der nicht zu mir kommt, der gehört jemand anders. Der gehört nicht zu mir. Und so ist auch das ganze Leben. Und es war wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung dort in Berlin. Und ich denke, die da waren, werden noch ganz lange Zeit davon zehren. Und wir wachsen. Wir sind Zellen, die wachsen, sich einschnüren und teilen. Und ich habe von Rick gerade gehört, es sind wieder ein paar Mahnwachen dazugekommen. Und in dem Sinne, in unseren Köpfen fängt es an, hat Ken Jebsen gesagt in Berlin. Und ich habe einen ganz wichtigen Menschen in meinem Leben, der gesagt hat, zwischen den Ohren fängt es an. Es ist eine geistige Haltung der Frieden. Der Reichtum ist eine geistige Haltung. Der Wohlstand ist eine geistige Haltung. Und mit unserem Geist fängt es an und dann dürfen wir ihn ins Herz sacken lassen. Wir dürfen diese Dinge im Herzen umarmen und wir dürfen sie lieb gewinnen, weil das gehört dazu. Und ich wünsche uns allen, dass uns das Herz aufgeht, dass wir das Herz aufmachen. Das bedeutet natürlich auch, verwundbar zu sein. Und es gibt einen Lieblingsfilm, den ich habe. Ich weiß nicht, ob ihn der eine oder andere kennt. Es ist Der friedvolle Krieger von Dan Millman. Da gibt es auch ein Buch dazu. Und in diesem Film gibt es einen Satz von Sokrates, so ist sein Lehrer dort, den er sich ausgesucht hat, der sagt, es gibt keine Unverwundbarkeit, es gibt nur absolute Verwundbarkeit. Und wenn ihr die Angst überwindet und zu eurem Urvertrauen zurückkommt, dann könnt ihr die Herzen aufmachen. Und dann habt ihr auch keine Sorge, verwundet zu sein. Und ihr tragt das, was ihr im Herzen tragt, in die Welt. Lächelt und zündet mit eurem Lächeln die anderen Gesichter zum Lächeln an. Ich wünsche uns allen noch einen tollen Abend.